Champions! The Champions! The Champions! This game was made for Champions! Willkommen, liebe Eishockey-Fans, zur zweiten Ausgabe von Im Team. Dieses Mal zu Gast bei Joshi Behrz, euer Kapitän Manuel Ganal. Herausgekommen ist wirklich ein tolles Interview zwischen euch, liebe Fans, Joshi und Manuel. Er erzählt dabei beispielsweise, ob er lieber Urlaub am Berg macht oder nach Ibiza fliegt. Er erzählt eine Geschichte, die seine Mama immer über seine Schulzeit erzählt, und er erklärt auch, wie er sich in der Kabine nach einer Niederlage verhält. Aber seht selbst. So, jetzt freuen wir uns ganz besonders vom Hundi nominiert. Er hat gesagt, der G muss kommen, weil er eine große Klappe gehabt. Du hast dir die Folge angeschaut wahrscheinlich, oder? Ja, sicher habe ich mir sie angeschaut. Ist natürlich ein Muss, am Hundi ein bisschen zuhören, was er für Blödsinn redet. Und ich glaube, im Nachhinein werden mir echt noch einige lustige Sachen mehr zum Debattreden eingefallen. Aber ja, ich freue mich natürlich über die Nomination, und jetzt schauen wir mal. Hast du gewusst, dass er gegen überhaupt alles allergisch ist, glaube ich? Ja, natürlich. Ich meine, ich war doch schon auf ein, zwei Sachen, wo irgendwo ein Tier in der Nähe war und wie sein Gesicht dann in 0,x immer anschwillt und das Pfnitzen vollgas losgeht. Das ist für mich natürlich in dem Moment meistens sehr amüsant. Für ihn eher weniger lustig, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, er hätte so ziemlich jedes Tier mit irgendeinem Fell sagen können, weil da geht es schon los bei ihm. Gut, eine Geschichte müssen wir, bevor wir anfangen, noch auflösen. Die Pinguin-Geschichte. Wie war das wirklich? Gebissen worden? Das klingt ja dramatisch. Der G ist sein Lieblingstier, ist der Pinguin, deswegen hat er wieder einen Pinguin ins Spiel gebracht, aber das sind, glaube ich, ganz lieb, obwohl sie den G bei seinem Zoobesuch in Schönbrunn einmal gebissen haben, glaube ich, ein bisschen, also der hat ja das Vergnügen gehabt. Wirklich? Ich glaube, das war zu seinem Geburtstag, zum 30er, hat er als Geschenk gekriegt, dass er ins Pinguingehege darf in Schönbrunn. Nein, und das wirklich? Hat er sehr genossen. Ja. Naja, er hat es echt brutal dramatisch dargestellt, also war das ein harter Kampf auf Leben und Tod, aber ganz im Gegenteil. Das war echt für mich eine ganz besondere Sache und ganz was Cooles, weil es ist mein absolutes Lieblingstier, und die Freundin hat mir da schon einen Herzenswunsch erfüllt. Ich habe sie füttern dürfen, ich habe dann sogar mit ihnen ins Gehege dürfen, und vom gebissenen Pinguin oder Hundireder muss man dazu sagen, der war circa vom Tisch bis da auf. Das ist ein kleiner. Ein kleiner Felsenpinguin. Und das Zwicken, das Beißen fühlt sich eher wie ein ganz liebes Zwicken an, und habe ich mich gern beißen lassen, weil das war echt eine ganz besondere Geschichte. Also ich merke schon, der Hundi neigt ein bisschen zum Dramatisieren. Wir haben die Fans auch drei Fragen über dich gestellt, und ich würde sagen, wir beginnen wieder, muss selber auf Play drucken, dir das anzuschauen. Nach jeder Frage werden wir mal analysieren, ob die Fans recht haben oder nicht. Also bitte. Schön. Sehr gespannt. Unser Spielerquiz geht in Runde Nummer 2. Thomas 100 Pfund hat den Kapitän nominiert, und wir haben die Fans einmal die erste Frage gestellt. Was glauben Sie, was da für Urlaubstyp ist, der Kapitän? Fährt er in den Süden oder in den Norden? Baden oder Skifahren? Ich glaube, es ist ein Wintertyp. Ich kann es echt nicht sagen. Aber ich glaube, der bleibt daheim. Ich glaube, der fährt nach Italien oder so. Ich glaube nicht, dass der irgendwo anders hinfliegt. Ich glaube, dass er Italien, Kroatien oder so ist. Und was macht er da, meinst du? Was glaubst du? Am Meer baden und auf jeden Fall, ja, am Strand vielleicht noch ein bisschen laufen gehen in der Früh und ja, am Abend dann in die Stadt rein. Der geht Radl fahren eher im Norden, also in die Berge und so, kann ich mir vorstellen. Ah, er ist sehr gern in die Berge. Ich glaube, das macht er zum größten Teil sehr gern. Ist er so ein Adria-Typ am Meer, oder kannst du ihn noch gar nicht vorstellen? Ich glaube, er wechselt oft ab, aber eher in den Berg, wo es ruhig ist. Er hat mir erzählt, dass er nach der Saison letztes Jahr in Vorarlberg, ich glaube, einmal eine Woche lang in den Berg war, wo kein Strom war, kein fließend Wasser. Also ja, er ist schon der Abenteuermensch. Ich würde sagen, eher im Süden, also eher Sonne. Ich glaube, Bergurlaub. Warum? So ein Typ für Berg und nicht für Chillen am Meer, glaube ich. Ja, ich glaube, der ist eher so Aktivurlaub. Ich glaube, er gibt im Urlaub auch richtig Gas. Auf Ibiza! Warum machst du das, oder? Nein, das kann ich mir nur vorstellen. Er ist ein super Typ, und der ist so ein Typ, der kennt kurz Partystimmung machen. Und Dancer auch guter wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Okay, da waren ein paar Sachen mit dabei, haben alle immer gesagt.
knüpfen wir gleich beim letzten an. Ibiza-Dancer, ist das was, ein Urlaub? Hast du das schon mal gemacht? Nein, ich glaube, das haben wir. Nein, mit Ibiza habe ich gar nichts am Hut. Auch tanztechnisch, wer mich kennt, der weiß, es braucht echt eine Weile, bis ich mal vielleicht auf den Dancefloor komme. Wie schaut das denn aus bei dir? Eher so Deckendancer mit einem Ellbogen noch bei der Decke und mitschwingen? Oder wie, ja, das ist schon eher gern, dass ich mir ein bisschen quasi einhocke an der Decke und dann den Abend einmal eher ruhig genieße. Aber natürlich zu gegebenen Anlässen, wenn man eine gute Stimmung hat und eine gute Runde, dann probiert man sicher ein bisschen am Dancefloor agieren, aber das möchte ich ehrlich gesagt nie live selber miterleben. Und kein Video sehen, wie es ausschaut. Nein, bitte nicht. Der Bischof meint, der war's, du warst einmal nach der letzten Saison eine Woche überhaupt, ein paar Tage, ohne Strom, ohne Wasser auf der Alm, stimmt das? Absolut, ja. Also eben, Fische kennt mich natürlich gut und der weiß, dass ich viel in den Berg bin. Auch das mit dem Radl fahren, goldrichtig. Gerade wenn ich heim am Bartholomäberg komme, ist das Radl einer von meinen besten Freunden. Das genieße ich sehr. Es ist eine sehr ruhige Gegend und auf der Berghütte, die gehört auch mehr oder weniger, oder halt da mit der Freundin war ich dort oben und das ist wirklich im Nirgendwo. Das ist ganz eine schöne Gegend, der Nenzinger Himmel heißt es und das ist wirklich quasi wie im Himmel. Kein fließend Wasser, kein Handyempfang, nichts Elektronisches. Und das ist für mich einfach sowas, wo man richtig abschalten kann, wo man nie irgendwie wieder daran denkt, man muss erreichbar sein oder irgendwas, sondern das sind echt die Tage, wo ich am besten runterkomme. Und das ist die größte Regeneration für mich. Und es gibt da nicht viel Schöneres wie ein bisschen wandern, dann eiskalt in den Fluss reinspringen und dann vorm Haus ein bisschen grillen. Wir haben natürlich auch recherchiert mit Marc gemeinsam. Zwei Stichworte vielleicht, Mongolei reiten, poppt da irgendwas auf bei dir? Absolut, das ist eigentlich ein großes Ziel von uns, dass wir das endlich einmal schaffen. Wir haben eigentlich alles schon gebucht gehabt, das wäre eben ein kompletter Mongolei-Trip, mehr oder weniger mit Pferd, komplett in der Pampas durch die Gegend hirschen ein bisschen. Und da ist leider Corona dazwischen gekommen, aber für uns sind das ganz spezielle Urlaube. Wir waren auch in Bolivien und Peru, auch so eine ähnliche Geschichte, auch eher abseits und nicht wirklich Mainstream. Und das sind brutal coole Sachen gewesen. In Nepal waren wir mal, also es sind einfach schon brutal coole Geschichten und darum reizt uns auch die Mongolei sehr. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit oder wie gering, besser gesagt, dass man dich irgendwann in Lignano mal am Strand sehen wird, wie der junge Burgmann hat, oder in Kroatien laufen gehen am Abend in die Stadt? Das ist eine gute Frage. Wir haben schon ein, zwei Mal so kurz vor der Saison, das ist natürlich von Klagenfurt aus herrlich, dass wir am Wochenende ans Meer gefahren sind für eine Übernachtung oder vielleicht zwei. Aber ich meine, wie man es mir vielleicht ansieht, ich bin nicht der große Sonnenmensch und man sieht mich jetzt nicht allzu oft am Strand. Also die Fans haben ja wirklich recht gehabt zum größten Teil, also muss ich echt sagen, Volltreffer. Wir kommen zur nächsten Frage, jetzt kannst du gespannt sein. Wir kommen zur Frage Nummer 2. Am Eis, wisst mal, ist er immer ordentlich und gut benannt, aber wie gut war er in der Schule? Erste Reihensitzer und Aufzeiger oder in der letzten Reihe und ein bisschen Stritzi? Schwer zu sagen, ich glaube, so eine Mischung aus Baden. Hast du in der Mitte gesessen irgendwo, oder? Ja, würde ich schon sagen. Also war das. Durchschnittlicher Schüler oder eher gut? Durchschnittlich, glaube ich. Ganz ein Ehrgeiziger, glaube ich. Alles ganz genau. Wirklich, machst du wirklich? Und auch gut in der Schule? Ja. Der Ansatzschüler, klassischer? Das glaube ich schon, ja. Bin überzeugt. So er jetzt sich benimmt und verhaltet und tut, ist auf jeden Fall. Ich sage auch brav, aber so wie jeder hat, hat jeder, wie sagt man, alles pur, nicht? Ich glaube eher, es wird einer von der letzten Reihe gewesen sein, der immer bei den Nachbarn abgeschaut hat. Weil so schätze ich ihn ein. Ich glaube, er war stritzig, dass er nicht in der ersten Reihe gerade sitzt, aber in der letzten auch nicht, also so bei den Mittelgurten ist und dass er nicht immer recht gehabt hat, sozusagen. Mittelmäßig, so drei, befriedigend. So ein Durchschnitt, oder? Ja, sehr genau. Ich glaube, er hat schon gute Noten gehabt, aber ich glaube, er war sehr ein Lauser. Mit seinen Eisige-Freien, ganz sicher. Ich glaube, er war ein Durchschnitt, aber wenn es drauf ankommen ist, dann hat er schon alles gegeben. Was sagst du, ähnlich, oder? Ja, ähnlich. Ich glaube, er Stritzi. Warum? Warum siehst du das? Ich arbeite auch mit Stritzis. In meinem Beruf, also glaube ich, dass er auch Stritzi ist. Oder boah. Du hast das erkannt. Hat man das irgendwie, merkt man das am Grinsen oder wo sieht man das? Bei den Augen? Absolut, beim Grinsen und bei den Augen. Okay, jetzt müssen wir gleich sagen. Hat sie die ertappt? Oder wie war's? Ja, den Grinsen kann ich schwer verstecken. Ja. Aber was ist der Stritzi? Wie war's jetzt wirklich in der Schule?
Das hat sich bei mir entwickelt. Ich glaube, oder besser gesagt, Volksschule, Anfang war ich sicher voller Stritze. Dann bin ich irgendwie ein bisschen in das eine gekommen, habe schon eher ruhig. Und dann mit dem Sportgymnasium bin ich, glaube ich, dann wieder ein bisschen in die Stritze-Richtung abgedriftet. Da war vor allem immer ein bisschen was dabei. Wie der Bischof gemeint hat, mit den Eishockey-Kollegen ein bisschen. Ja, also wir haben gerade im Sportgymnasium, wir haben eine brutal coole Runde gehabt und eben auch beste Freunde immer noch von mir waren eben auch Eishockeyspieler, wir waren in der gleichen Klasse. Wir haben einen riesen Hetz gehabt, das war für uns dann auch die Zeit, wo wir dann quasi Richtung Profi-Eishockey gegangen sind mit 16, 17, wo wir dann schon quasi unsere ersten kleinen Verträge unterschrieben haben und halt Nationalliga gespielt haben und das war eine brutal coole Zeit, wo wir Schule genossen haben, aber auch alles rund um die Schule und einfach, ja, das war sehr unbeschwert und brutal cool. Das denke ich noch sehr oft, sehr gerne zurück. War da immer schon klar in der Zeit, auch in der Schulzeit, irgendwie das große Ziel Hockey-Profi, Eishockey-Profi oder hat es andere Wünsche auch mal gegeben vielleicht? Nein, also ich muss ehrlich sagen, für mich war Eishockey von klein auf eigentlich, ich meine, ich glaube als Kind hast du das nicht so bewusst intus, aber trotzdem war es meine Intention, dass ich irgendwann einmal gern Eishockey-Profi wäre. Und das hat sich dann schon im Laufe so entwickelt und wenn wir bei der Schule sind, ich kann mich jetzt noch gut erinnern, meine Mama erzählt die Geschichte sehr gern, dass eben bei der Hauptschule, da hat es halt einmal so eine berufsbildende Geschichte gegeben, wo es halt, was würdest du gern werden und genau. Keine Ahnung was. Und ich habe reingeschrieben, ich will Eishockey-Profi werden. Und die Lehrerin hat mich damals quasi von der ganzen Klasse halt so ein bisschen so in der Richtung, ja, alles gut und schön, aber wir brauchen schon einen gescheiten Beruf und hast noch was anderes. Und ich war eigentlich relativ grantig und hat gesagt, nein, ich will Eishockey-Profi werden. Und sie hat es dann sogar zu meiner Mama am Elternsprechtag quasi erwähnt, ob er nicht auch irgendwelche normalen Ziele hat. Und sie hat auch gemeint, schwierig. Und jetzt im Nachhinein natürlich eine gute Geschichte, glaube ich. Vielleicht laden wir es am Lein zum Abspiel vom KAC. Was du mit der Lehrerin gehasst hat, nicht mehr wahrscheinlich, oder? Ja, die Frau Wachmann war das. Ja. Frau Wachmann, die sind herzlich eingeladen, vielleicht sogar im VIP irgendwo mal zuzuschauen. Ja. Oft einmal, ja, täuscht man sich auch. Ja. Aber Schule, würdest du jetzt alles nochmal gleich machen oder anders machen, dass wir das vielleicht abschließen, das Thema? Nein, absolut gleich. Ich meine, der gesamte Werdegang, welche Schulen ich ausgesucht habe, gerade mit dem Sportgymnasium, das war so eine schöne Zeit, so viele coole Leute kennengelernt und eben, ich glaube, meine zwei allerbesten Freunde jetzt abseits vom Eishockey oder auch durchs Eishockey, denen ich immer noch extrem viel Kontakt habe, habe ich in einem Sportgymnasium auch kennengelernt, sind dort schon durch dick und dünn gegangen und das prägt auch fürs Leben dann. Perfekt. Kommen wir zur letzten Frage. Jetzt bin ich gespannt. Dritte und Abschlussfrage über unseren Kapitän. Wie geht er denn mit Niederlagen direkt nach dem Spiel in der Kabine um? Was macht er? Ist er laut oder leise? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, er realisiert eher und checkt und denkt nach und überlegt einfach mit den Leuten, was können wir besser machen. So schätze ich meinen, aber wenn ich nicht kenne. Ich glaube, dass er eher ruhiger ist und ja, dann trotzdem das Beste draus macht. Also ich glaube nicht, dass er schreit. Nein, ich glaube, der ist sicher mal angefressen, aber vielleicht sagt er es auch mal kurz, aber gleich wieder vergessen. Nein, ich glaube, dass er eher ehrlich ist und sagt, wie die Partie jetzt war, also dass es drauf ankommt. Aber nicht schreien. Nein, glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, er ist zuerst ruhig, die Spieler bemerken das und dann haben sie aber alle ein gutes Ohr für ihn und sie hören ihm dann zu, was er zu sagen hat und ja, er motiviert sie dann, ja. Ja, zuerst ist er vielleicht laut und dann ist er ruhig und traurig wahrscheinlich. Ja, ich meine, er ist unser Kapitän, er muss ab und zu laut sein und muss uns ein bisschen vorantreiben und ein bisschen motivieren. Darum ist es schon okay, wenn er ab und zu lauter wird. Das heißt, wenn man verliert, ist er auch mal grantiger, oder? Sicher, das sind wir ziemlich holle. Aber er kann schon grantig werden, ja. Aber das passt da. Ich glaube, der Manuel Ganal, der tut die Spieler noch aufmuntern und sagt, boah, heute haben halt einfach mal ein Spiel verloren. Ja, wir müssen das einfach das und das besser machen, dass wir das halt besser schaffen. Und ja, ich glaube, dass er eher so ruhiger werden will. War ein richtiger Kapitän halt, gell? Ja. Was sagst du, Analyse von unserem jüngsten Teilnehmer da? Hat er da recht? Hat er dich erwischt? Voll lieb und natürlich nette Worte und ja, er trifft es echt, glaube ich, relativ gut auf den Punkt.
Es gibt natürlich Spiele oder gewisse Situationen, wo ich sehr wohl, wie der Bischof schon sagt, grantig werden kann. Und ich bin natürlich auch sehr ehrgeizig und bin oft auch auf mich selber natürlich angefressen. Oft ist der Grant meistens auf mich selber als auf die Mannschaft. Und es ist schon eher so, dass nach dem Spiel auch probiere, die Emotionen eher ein bisschen zum Unterdrücken. Weil oft ist nach dem Spiel direkt oft schwierig zu sagen, war es wirklich so schlecht oder war es gar nicht so schlimm oder was war wirklich ausschlaggebend. Natürlich hin und wieder reden wir über gewisse Sachen und dann je nach Lautstärke, das gehört einfach dazu in einer guten Kabinenstimmung, aber das hängt ja nicht nur an mir, sondern es sind ja mehrere Leute, die dann einfach das Gefühl haben, heute muss ich mal was sagen oder einmal was nicht. Aber ich bin schon gern so, dass wenn es irgendwie jetzt nicht über drüber ist, dass ich mir eher das erste Mal zurückziehe und ich habe es gern, wenn ich danach noch im Spiel wirklich eine Ruhe habe. Das wissen die meisten schon, unser Krafttrainer, der Leo, weiß das auch schon, dass wenn ich nach dem Spiel in die Kraftkammer komme, dass er am besten mich ignoriert und mich gar nicht gescheit anschaut, weil ich brauche da dann einfach meine 15-20 Minuten, wo ich ein bisschen ein Workout mache und wo ich quasi das Spiel ein bisschen reflektiere und ein bisschen drüber gehe und ein bisschen runterkomme und dann die Schlüsse, die richtigen, hoffentlich daraus finde und ziehe. Du hast ja noch, ich kann mich erinnern, nach dem Meistertitel, wie im Bus kommen Sie jetzt noch mit dem Interview auch gesagt, dass das Erfolgsgeheimnis war, dass der KAC diese Mannschaft nicht an Leader-Typ gehabt hat, sondern viele. Ist das auch das Rezept für heuer und für die Zukunft? Na, absolut. Ich glaube, das macht uns einfach aus, dass wir so viele spezielle Charaktere einfach in der Mannschaft haben. Und da jeder sieht ein bisschen das Spiel anders. Jeder ist wirklich sein eigener Typ, der halt wieder den Fokus auf andere Sachen legt. Und so ergänzen wir uns eigentlich optimal. Und das ist ja das Gute, dass nicht immer quasi einer der böse Hund sein muss, sondern wer gerade emotional halt einfach das Gefühl hat, schau, mir liegt jetzt einfach was auf der Zunge und das muss ich jetzt dann alle loswerden, dass es besser wird. Da sind wir einfach brutal offen in der Kabine, haben eine super Kommunikation, da steht der mal auf und ich glaube, so sollte es sein und das war sicher ein Hauptgrund, warum wir mannschaftlich gesehen so zusammengewachsen sind und so eine gute Stimmung gehabt haben und das ist ja heuer wieder, das liegt da jetzt an uns wieder, dass wir die richtige Stimmung und da ich glaube auch den richtigen Zug wieder reinkriegen, den wir bis jetzt noch teilweise einfach vermissen. Wir wissen alle, es muss jetzt noch alles nicht perfekt sein, aber logisch liegt es jetzt auch an uns Spielern, dass wir wieder die nötigen Sachen sagen und gegenseitig darauf schauen, dass jeder auch seine Arbeit macht. Es kann alles in einem guten Rahmen sein, aber wir sind alle so, dass wir sehr, sehr ehrgeizig sind und dementsprechend müssen wir auch schauen, dass der Mann daneben auch seine Arbeit macht, gleich wie er drauf schaut, dass ich meine Arbeit mache. Und das funktioniert bei uns eigentlich gut und ich bin auch darum auch überzeugt, dass es jetzt nur eine Frage der Zeit ist, bis die Richtung wieder richtig passt. Aber großes Kompliment auch an euch, liebe Fans, für die Einschätzung. Ich habe so wirklich fast immer recht gehabt, außer mit Ibiza. Da waren wir total daneben, macht aber nichts. Laut an unserer Tradition liegt es an dir, einen Spieler zu nominieren, den wir als nächstes dann nehmen. Wen hast du denn ausgesucht? Nein, die Leute waren echt, ich muss sagen, brutal coole Sachen und ich muss sagen, viele echt brutal auf den Punkt. Die Ibiza distanzieren wir uns natürlich, das ist sehr klar. Und ich glaube, dass eben die Leute auch von Martin Schumnick sicher einige Sachen zum Erzählen haben. Sehr, sehr gut. Da freuen wir uns. Also, Marc, kannst du auf die Reise machen. Recherche, Martin Schumnick, unser nächster Kandidat. G, danke dir für deinen Besuch. Ich sage auch danke. Sehr cool. Ja, vielen Dank, lieber Joshi. Und die Wahl mit Martin Schumnick ist natürlich eine perfekte. Und ich bin mir sicher, dass wir da genug Material finden werden. Das Ergebnis? Zu Martin Schumnick und dem Interview mit Joshi dann bei der nächsten Ausgabe von Im Team. The-